Okay, so now we have an Omnium cargo bike that you also customize to a pinion drive. Yeah. Genau, hier haben wir ein Omnium, was wir mit einem Pinion-Getriebe ausgerüstet haben. Das ist dann, da der Omnium-Rahmen ja auch Stahl ist, entsprechend auch ein Stahlbracket. Na, das fügt sich auch sehr harmonisch, wie ich finde, in den Rahmen ein. Bei der Variante vom Rahmen kann man noch eine Kette nur verwenden. Mhm. Mittlerweile gibt es aber auch Omnium-Rahmen, die man mit einem Riemen fahren kann. Yeah. That you can open then at the back to put in the belt. Yeah. Correct. Okay. Auch hier die Lightskin-Sattelstütze mit dem innenverlegten Kabel nach vorne. Mm-hmm. And a Brooks Saddle. Ja, yeah. Brooks Saddle. Thompson Vorbau. Uh-huh. Magura MT5 Bremsen. Und einem 9-Gang P-Getriebe mit Yokozuna-Zügen in Silber. Yeah. So they are metal braided or Yeah. And the pedals are stock Omnium. Yeah. Okay. And the color is standard or also something special? Nein, die Farbe ist eine unsere eigene Gunmetal Grey nennt sich die. Mhm. Mit einem Klarlack drauf. Gibt es aber auch in Matt glänzen. Ne? Matt ist vielleicht etwas schmutzempfindlicher und ölempfindlicher, aber sieht auch klasse aus. Ist Geschmackssache, welche Farbe man da oder welchen Glanzgrad man haben möchte. Ne? Okay. Thanks for showing us the bikes. Yes, you're welcome.